Hallöchen ihr Lieben, seid ihr willkommen zurück zu einem weiteren Video auf meinem Kanal, heute mal wieder Five Nights at Freddy's. Heute ist der vierte Teil, wir hatten schon den dritten und den zweiten Teil auf diesem Kanal gesehen, checkt's gerne auf meinem Kanal ab. Und weil sich so viele gewünscht haben, dass ich noch mehr Five Nights at Freddy's mache, tue ich das natürlich. Ich sag das irgendwie gefühlt jedes Mal, aber ich muss wirklich sagen, Five Nights at Freddy's 4 ist der Teil, der mit Abstand am meisten an mir vorbeigegangen ist. Sowohl PC als auch Handy-Version haben mich nie so angesprochen. Aber heute versuche ich das mal zu ändern und ich schaue es mir mit euch zusammen an. Und hoffentlich sind wir ein bisschen erfolgreicher als zum Beispiel im dritten Teil. Da bin ich wirklich schon klicklich an nach zwei ne? Und heute, ja. Ich habe das Ganze, um das zu erwähnen, mit Controller ein bisschen hier eingerichtet, dass das ein bisschen flüssiger zu spielen geht und so weiter und so fort. Ich weiß gar nicht, ob das in dem Teil so notwendig ist wie jetzt zum Beispiel in FNAF 2. Aber mit Controller ist es doch im Endeffekt immer angenehmer. Und es ist Nacht 1. Nacht 1 ist meistens eher weniger spannend und daher würde ich sagen, ne, könnte man schon mal direkt zu Nacht 2 übergehen, oder? Ich habe doch was gehört. Na, komm raus. Was? Der hat mir so ins Gesicht geatmet, dass mir fast Sabberfetzen ins Gesicht geflogen sind. Also das war ja mega laut. Ich wusste nicht, dass sie so laut atmen. Okay, 6 Uhr. Ja, war doch einfacher als gedacht. Jetzt gehen Ende hin. Also ich dachte, man würde die nicht so krass hören. Aber dieses Piepsen höre ich ganz schön laut. Okay, danke schön. Night 2. Ja, ich habe mich gerade mal ein bisschen anders hingesetzt. Für diesen Take. Okay, ich dachte gerade, mein Controller reagiert nicht richtig. Aber jetzt hat er sich wohl gefangen. Okay. Nacht 1 war tatsächlich ein bisschen nervenaufreibender, als ich es erwartet hätte, aber ich bin mir sicher, dass wir Nacht 2 problemlos meistern werden. Das war schon wieder viel zu optimistisch, ich weiß, aber ich probiere es trotzdem mal. Und da schlägt die Uhr. Nix. Okay, aber ganz ehrlich, ich würde gerne diese Nacht nicht auf Action bis um 5 Uhr morgens warten müssen. Also von mir aus können die schon mal ein bisschen schneller rankommen, die Animatronics. Ich meine, natürlich bin ich jetzt nicht erpicht darauf, direkt drauf zu gehen, aber man will ja trotzdem ein bisschen was erleben, ne? Nix. Okay, wir haben hier schließlich keine Kameras, die wir angucken können. Wir haben nur diesen Raum. Was sind das eigentlich, die Bilder da an der Wand? Ach, das sind Kürbisse. Mit leuchtende Kürbisse. Jack-o'-Lanterns, I guess. Nun ja. Oh, hallo. Ich mach mal die Tür ein bisschen ran, wenn die schon so da hinten steht. Okay. Das war doch Jack-o'-Chica, oder? Das war nicht die normale Chica. Oh, steht da der Wecker auf dem Schrank drauf? Hallo? Kann ich bitte... Achso, ich habe gerade den falschen Knopf gedrückt, sorry. Da steht doch der Wecker auf dem Schrank drauf, den wir morgens hören, oder? Okay, ich war mir gerade nicht ganz sicher, ob ich da was höre oder nicht. Aber man weiß ja nie. Okay. Irgendwie will ich lieber die Tür... Ich weiß immer noch nicht, ob da jetzt was war, aber ich habe das Gefühl, es ist besser, als die Tür anzumachen. Oh, das Licht flackert. Ich glaube, sie ist drinne. Kann das sein, dass das eine reingekommen ist? Ah, okay. Das könnte auch der Grund sein, wieso es... Okay, sie war drinne. Okay. Das Lichtplackern hat das schon ein bisschen angedeutet, deswegen habe ich mich jetzt nicht mega erschreckt, aber ja, das war doch erstaunlich, erstaunlich. Okay, versuchen wir es nochmal. Komm schon, einmal darüber bitte. Ist manchmal ein bisschen schwierig mit dem Controller und der Handysteuerung. Okay, niemand. Diesmal habe ich gar nicht gelauscht. Okay, das sollte ich vielleicht machen, aber ich bin noch nicht so ganz drin bei dem Spiel. Weg mit euch. Ich weiß gar nicht, wie gefährlich die sind und wie schnell die gefährlich werden nach zwei, aber okay. Hören. Nix, okay. Ich denke, man muss da schon ziemlich genau hinhören. Man kann da bestimmt leicht mal was überhören. So ein leichtes Atmen, ne? Das könnte gefährlich werden. Nix, okay. Ich bin immer noch sehr, ich bin mir immer nicht ganz sicher, ob ich da jetzt wirklich genau hingehört habe, wie schon gesagt. Aber das kann ja sehr schnell mal passieren. Muss man vorsichtig sein. Deswegen nochmal schön hinlauschen. Nope, nichts. Okay, vielleicht lausche ich auch ein bisschen zu lange, keine Ahnung, aber ich denke mir lieber zu lange als zu kurz. Vielleicht muss ich nochmal nach hinten leuchten. Ich hörte irgendwas klimpern. Aber okay, offenbar ist es nichts, was... Weg mit euch, weg mit euch. Offenbar war es nicht, also kein Animatronic.
sondern vielleicht auch irgendwas von draußen. Man hört ja auch die Autos und so und Hunde bellen. Also dieses Spiel ist sounddesign-technisch tatsächlich noch ein bisschen weiter vorne als jetzt vielleicht andere Spiele dieser Reihe. Und das finde ich auch ziemlich schön. Okay, einmal lauschen. Ich habe gerade extrem lang gelauscht, weil ich wissen wollte, wie sich so die normalen Töne auch anhören können. Okay, hi. Ja, der Oktopus ist übrigens jetzt ein bisschen verrutscht, das habt ihr bestimmt schon gemerkt, aber... Okay. Ja, dich habe ich gehört. Ich weiß nicht, wie lange ich die Tür zuhalten muss, ehrlich gesagt. Ich halte sie mal ein bisschen zu, einfach. Safety first. Okay, nichts mehr. Einmal hinter mich leuchten. Für den kleinen Schlammerwinz, genau. Reden ist gerade nicht meine Stärke. Okay. Nix, okay, okay. Okay, ich denke, ich mache mich gerade ganz passabel. Vielleicht bin ich ein bisschen lange an den einzelnen Türen. Aha, aha. Da hat sich wieder einer rumgeschlichen. Ich höre nichts. Ich halte einfach nur die Tür zu und hoffe, dass es lang genug ist. Okay. Okay, weg mit dem. Dann gehen wir rüber zu der Tür. Ich habe ein gutes Gefühl dabei, dass hier einer ist. Ja, seht ihr? Okay. Okay, Schritte. Nix. Okay, ja, siehst du, den haben wir gut abgeschüttelt. Da kann man nämlich, glaube ich, solange man will, die Tür zu halten. Man muss sie kurz nochmal aufmachen und nochmal zu. Und dann hat man ein besseres Glück. 3 Uhr. Hier ist keiner. Okay, zum Glück atmen sie relativ laut. Man kann sagen, relativ laut. Ja, ihr seid auch relativ lästig erstmal. Okay, Foxy ist, soweit ich weiß, noch nicht da. Wir können natürlich gerne nochmal gucken. Hallo, bist du da? Niemand da. Kein Plushy, kein Roboter, nix. Na gut, okay, dann nochmal hier hören. Hallo? Aha. Man merkt immer, wenn die Kamera so ein bisschen stottert. Wenn die Kamera so ein bisschen stottert, dann merkt man, dass gleich entweder ein Jumpscare kommt oder sich am Ende des Gangs etwas bewegt. Bisher ist es Chica, die hier ganz schön Aufruhr macht. So, könnte man zumindest so sagen. Okay, lauschen wir mal hier. Niggas. Tatsächlich überhaupt nichts. Bonnie habe ich, glaube ich, heute Nacht noch nicht gesehen. Deswegen müssen wir jetzt nochmal auf die anderen umso mehr aufpassen. Okay, da Foxy noch nicht da ist, können wir ja uns erstmal unbesorgt auf diese Tür konzentrieren. Da ist doch einer. Ne. Also ich dachte, am Ende des Gangs wäre einer, aber nichts. Okay, da will ich mich auch nicht beklagen. Doch manchmal flackert das Licht so unangenehm. Das mag ich nicht. Nichts, okay. Einmal kurz hinter mir gucken. Hinfort. Okay. Und dann nochmal hier. Hallo? Aha, aha. Okay. Entweder sie ist jetzt reingekommen oder ich habe sie vertrieben. Eins von beiden. Ich überprüfe nochmal, dass Foxy wirklich keinen Mucks macht. Macht er nicht. Okay, ich denke, wir können noch einmal zu der Tür, bevor wir uns wieder umdrehen müssen. So viel dazu. Ha, keiner da. Okay, dann nochmal hinter uns schnell. Da müssten 2 Stück sein. Jawohl, ja. Und jetzt nochmal nach rechts. Chica ist mal wieder sehr aktiv heute Nacht. Gucken wir mal. Ich will doch atmen. Vielleicht habe ich mir nur eingebildet. Okay, schnell links gucken. Falls Bonnie schon da Spalier steht. Nichts, okay. Dann schnell hinter uns, ne? Nicht, dass die hier denken, sie können machen, was sie wollen, ne? Komm, guckt mal nicht hin. Tanzen sie einmal auf der Nase rum. Okay, schauen wir nochmal hier. Hallo? Das Licht hat ein bisschen geflackert, das gefällt mir nicht. Es flackert ganz schön viel. Was? Okay, heute Nacht war auf jeden Fall ziemlich actionreich. Bisher. Es ist aber schon 4 Uhr. Wenn wir, jetzt müssen wir schaffen, komm schon. Okay, niemand.
wir nochmal hier rüber. Aha. Gut, dich kriegen wir bestimmt abgeschüttelt. Ist er da? Ja, okay, gut, das ist ein ziemlich eindeutiges Atmen. Braucht man nicht mehr nachfragen. Ist er weg? Jawohl. Okay, dann habe ich auch gemerkt, dass diese Viecher hier schon recht schnell sind. Deswegen muss man tatsächlich regelmäßig nachgucken und sie abschütteln. So, schauen wir mal hier. Nope, definitiv nichts. 5 Uhr, komm schon. Also, jetzt oder nie. Diesmal schaffen wir es. Hören? Nichts, okay. Ich habe immer Angst, das Licht anzumachen, gerade um 5 Uhr, weil ich jetzt schon... Ja, schon ein paar Mal draufgegangen bin in dieser Nacht. Das muss nicht nochmal passieren. Okay. Lauschen. Nichts, okay. Huh, kann gern so bleiben. Gucken wir mal hier. Ich glaube, Chica kommt immer rechts, Bonnie immer links. Oh, okay, gut. Das ist ziemlich lautes Atmen mal wieder. Eigentlich ist es nicht... Eigentlich ist es relativ schwer, das Atmen zu überhören. Aber ich krieg's trotzdem hin. Okay, schnell die Viecher hinter mir vertreiben, weil, ne? So, Chica. Hallo, hallo, wie geht's denn so? Ich weiß nicht, was das für ein Klimpern im Hintergrund ist, aber zumindest kein Atmen und, ja. Piepst mir sehr laut einen Wecker ins Ohr. Wir haben es erfolgreich geschafft, auch Nacht 2 abzuschießen. So, das war's erstmal mit FNAF 4. Ist jetzt nicht unbedingt besonders einfach für mich. Ich muss mich da auf jeden Fall noch reinspielen. Das merkt man gerade bei den Spielen, die ich noch nicht so oft gespielt habe. Und ich hoffe, es hat euch trotzdem gefallen. Nach 3 werde ich jetzt nicht versuchen. Lasst gerne einen Daumen nach oben, ein Abonnement oder sogar einen netten Kommentar da. Und da würde ich mal sagen, vielen Dank fürs Zuschauen. Macht's gut, haut rein und ciao.